herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Reisehaul von mir. Ich habe mir für die Reise ein paar Dinge gekauft, die ich noch benötige und dachte, ich teile das mal mit euch. Ja, ist bestimmt ganz interessant. Also fangen wir aber mal mit dem Langweiligen an. Wir haben uns ganz viele Masken bestellt. Wir haben 3 solche 40er Pakete mit FFP2 Masken. Also haben insgesamt 120 Masken. Ich denke, damit kommen wir erstmal ganz gut aus. Genau, also unser halber Koffer ist schon mal mit Masken voll. Dann haben wir noch so ein kleines Pack mit diesen OP-Masken. Da sind 50 Stück drin. In schwarz finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das war's soweit an Masken. Dann habe ich mir noch einiges für die Kamera gekauft. Also ich habe mir 2 SD-Karten nochmal zusätzlich gekauft, damit der Speicher auch langt. Noch ein zusätzliches Akku. Und genau, und so ein kleines süßes Stativ. Ich werde mein großes Stativ nicht mitnehmen, sondern so ein kleines. Diese Dinger hier sind komplett flexibel. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube, das wird uns da ordentlich weiterhelfen. Genau. So. Dann mache ich jetzt mal mit Douglas weiter. Ich habe mir einmal ein Waschgel bestellt. Das benutze ich im Moment immer von La Roche-Posay. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Genau, das mag ich sehr gerne. Dann habe ich mir eine neue Creme bestellt. Die ist jetzt von Kiehl's. Ich hatte vorher die für ölige Haut, habe mich jetzt aber für diese hier entschieden. Die heißt einfach Ultra Facial Moisturizer, weil die einen Lichtschutzfaktor von 30 mit drin hat. Ich dachte, das ist ganz praktisch. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob meine Haut damit klarkommt oder nicht. Aber ja, ich denke, die werde ich trotzdem auf jeden Fall mitnehmen. Mit Lichtschutzfaktor drin ist ja eigentlich eine super Sache. Und dann habe ich mir noch von The Ordinary so ein... Ich kann das mal aufmachen. Oh, das ist eine größere Packung. Auf jeden Fall von The Ordinary diese Drops bestellt. Die sind jetzt für unreine Haut. Und genau, die benutze ich jetzt schon seit längerem und finde die richtig, richtig gut. Das ist mit den Sachen bei Douglas. Dann habe ich noch was bei H&M bestellt. Das ist aber tatsächlich nur eine Sache geworden. Wo habe ich es hingepackt? Okay, gefunden. Und zwar habe ich mir so ein T-Shirt bestellt. Das ist beige. Das ist so ein ganz, ganz leichtes T-Shirt. Und ich dachte so, das ist super für, keine Ahnung, für den Urwald, für den Dschungel, aber auch für den Strand. Und solche T-Shirts finde ich richtig spitze. Dann habe ich mir das noch bestellt. Ich habe für die Reise überlegt, dass ich hauptsächlich Rucksäcke mitnehmen werde. Ich glaube, das ist praktischer als eine Tasche. Und da habe ich mir dann noch diesen kleinen hier zugelegt. Ja, also der ist wirklich mini. Das ist ungefähr so DIN A5 Größe. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, da man ja auch nicht immer so viel hat, was man mitnehmen möchte. Und die Farbe finde ich richtig, richtig schön. Habe die letzten Tage auch schon benutzt und bin damit echt zufrieden. Also ja, den habe ich mir noch für die Reise bestellt. Ich glaube, Rucksäcke sind da eh ganz praktisch. Deswegen, ja, kommt der hier auf jeden Fall mit. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich bei DM gekauft habe. Ich habe hier meinen Oma-Beutel, natürlich. Und habe mir da wirklich alles gekauft, was ich so mitnehmen muss. Also einmal habe ich eine neue Wimpernzange. Meine ist nämlich schon sehr ausgeleiert, deswegen habe ich mir mal wieder eine neue zugelegt. Dann ganz wichtig natürlich Sonnenmilch. Ich nehme jetzt eine Sonnenmilch mit, eine 50er Sonnenmilch. Ich denke, damit komme ich erstmal ganz gut aus und sonst kaufe ich mir halt in Costa Rica was. Dann habe ich eine Zahnbürste mitgenommen. Ich habe eigentlich eine elektrische Zahnbürste, die ich benutze, aber dachte mir, ich spare mir das Gewicht und das Ladegerät und werde wahrscheinlich mit einer Handzahnbürste putzen. Dann nehme ich die mit. Dann Duschgel und Shampoo. Am Anfang habe ich ja noch genug Platz, hoffentlich. Dann nehme ich das schon direkt mit. Ich habe einmal von Buhl, das benutze ich jetzt schon länger, Langzeitvolumen-Shampoo. Das mag ich sehr gerne. Und dann ein All-Time-Favorite, dieses Duschgel von Balea, das After-Sun-Duschgel. Das nehme ich immer mit in Urlaub und wenn ich darin rieche, dann fühle ich mich schon, als wäre ich am Strand. Deswegen muss es auch auf diese Reise mit. Das hatte ich bisher, glaube ich, immer bei Strandurlauben dabei und ich finde es echt geil. Obwohl ich eigentlich gar keinen Kokosgeruch mag. Aber hier ist das absolut fein. Dann habe ich einmal Trockenshampoo. Ja, ich benutze das super gerne, wenn die Haare auch mal beschissen liegen oder ich halt nicht Lust habe, jeden Tag zu duschen.
Also ja, Trockenshampoo muss auf jeden Fall mit, eine Flasche. Und das ist jetzt auch eins, was sehr gut riecht. Also ich hoffe mal, dass das gut ist. Dann habe ich mir neues Make-up ein mitgenommen. Meins ist nämlich schon etwas älter und ich dachte jetzt für die Reise, nehme ich lieber mal ein neues mit. Gut, dann haben wir hier Moskitoschutz. Also das ist allgemein so ein Insektenschutz für heimische, tropische und Tigermücken. Ja, also Malaria ist ein kleines Thing, aber es ist ein Thing in Costa Rica. Deswegen werde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Jana meinte schon, dass sie nie von Mücken gestochen wird. Aber ich halt schon. Deswegen, ja, kommt das auf jeden Fall auch mit. Ein kleiner Make-up-Entferner. Ich benutze uns immer dieses große von Garnier, aber ja, ich denke mal, das kleine wird für die Reise oder auf jeden Fall für die ersten 3 Wochen erstmal ausreichen. Dann eine Zahnpasta. Braucht man natürlich auch. Dann habe ich mir einfach noch ein Deo mitgenommen, so ein ganz normales von Dove. Das raucht ganz gut und ja. Dann habe ich Rei in der Tube. Das ist ein kleines Waschmittel. Wenn wir unterwegs mal was haben, wo ein Fleck drin ist oder was wir waschen wollen, dann kann man das hiermit einfach machen im Waschbecken. Ich denke, das wird ganz praktisch für uns sein, wenn wir mal keine Waschmaschine gerade haben oder einfach mal schnell was durchwaschen wollen. Und ja, das habe ich gesehen und habe das dann mal mitgenommen. Dann natürlich ganz viel Desinfektion. Ich habe 2x ein Desinfektionsgel. Da werde ich aber auch in Amerika neues kaufen bei Bath & Body Works. Ich liebe diesen Laden. Aber erstmal was zum Mitnehmen. Dann eins zum Sprühen. Kommen wir erstmal ins Flugzeug rein. Sprühen alles voll. Also einmal noch zum Sprühen. Und auch noch so eine Tücher. Ich glaube, die sind ganz gut für Oberflächen, dass man die einmal abwischt. Und ja, also ihr merkt schon, wir gehen hier vorbereitet an die Sache ran und haben auch gar keine Lust, krank zu werden. Deswegen ein bisschen Vorbereitung an der Stelle. Dann habe ich mir 3 Concealer mitgenommen. Einmal der Fit Me Concealer von Maybelline, den finde ich richtig gut, den benutze ich immer unter den Augen. Und dann habe ich mir noch 2 von Catrice mitgenommen. Einmal eine dunklere Farbe und einmal eine hellere Farbe, da ich mich hier da auch sehr bräunen werde. Und ich dachte, dann kann ich die einfach ein bisschen mixen. Ich habe hier die Farbe 020 Light Beige und die Farbe 010, die ich eigentlich immer benutze, Porcelain. Und ja, ich denke, mit diesen Concealern bin ich dann ganz gut ausgestattet. So, was habe ich noch? Ein Augenbrauenstift, das ist der von Catrice, den benutze ich immer. Das ist der Light Brown, glaube ich. Nein, Ash Blonde heißt es. Aber genau, den mag ich sehr gerne, benutze ich auch sehr gerne. Habe mir aber zusätzlich noch einfach so ein Gel mitgenommen von Essence, Make Me Brow. Ich hatte eins von Catrice, das gibt es aber scheinbar leider nicht mehr. Deswegen werde ich das jetzt mal ausprobieren. Und ich finde so ein Brauengel eigentlich immer ganz gut, wenn es schnell gehen muss, wenn man nicht Lust hat, da so viel Zeit zu investieren. Dann, natürlich ganz wichtig, habe ich mir ein Bräunungsöl mitgenommen. Ich sehe mich da ganz klar schon eingeölt am Strand von Costa Rica. Ja, Bräunungsöl finde ich eigentlich ganz cool. Ich bilde mir natürlich an, dass man dadurch viel schneller braun wird. Deswegen, ja, habe ich mir das nochmal mitgenommen. Und dann war das eigentlich das Interessanteste. Jetzt habe ich hier noch 3 Sachen. Catrice Glam & Doll Mascara. Die finde ich auch immer sehr gut, natürlich im Wasserfest. Also dann noch einmal eine mitgenommen, damit ich da auch gut ausgestattet bin. Dann habe ich einfach so einen Base & Protect Coat von Trended Up. Das ist, glaube ich, der einzige Nagellack, den ich mitnehmen werde. Den kann man nämlich super gut schichten. Der hält relativ lange und selbst wenn er abgeht, dann sieht man das nicht direkt. Aber die Nägel sehen dadurch schön und gepflegt aus. Und ich glaube, da ist der für die Reise dann sehr, sehr gut. Und das letzte Teil, boah, noch ein Mundwasser. Genau, das sind jetzt so die Sachen, die ich mir vor der Reise noch zugelegt habe. Und, ach, ich habe noch was vergessen. Ganz viele Reiseführer. Ich habe natürlich einen von Costa Rica. Den habe ich jetzt auch schon komplett durchgeschaut. Ich liebe die Reiseführer von Marco Polo. Ich finde, die geben einen super Überblick. Sind kurz und bündig. Also die passen echt in jeden Koffer, in jede Tasche rein. Ich brauche noch ganz viele für die USA. Also ich nehme so einen Batzen an Reiseführern mit. Ich habe einen für Kalifornien. Dann habe ich einen für die USA Ost. USA Südwest. Die Südstaaten. Und falls wir nicht in die USA einreisen dürfen oder falls wir das am Ende noch ranhängen,
die Dominikanische Republik. Ja, und ich glaube, damit bin ich ganz gut ausgestattet. Da habe ich jetzt noch nicht weiter reingeschaut, aber das werde ich mir dann auf der Reise nochmal angucken. Und werde die natürlich alle mitnehmen. Die kann man ja sonst auch da lassen. Aber ja, ich finde es mal ganz wichtig, dass man sich da mal ein bisschen informiert, wo man denn so hinfährt. Und ich glaube, dafür sind die super. Und das sind die Sachen, die ich mir so für die Reise gekauft habe als Vorbereitung. Ich hoffe, ich bin damit ganz gut ausgestattet und habe nichts Grundlegendes vergessen, was man unbedingt brauchen würde. Aber ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und freue mich natürlich immer gerne über einen Daumen nach oben oder ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielleicht schon aus Costa Rica.